So, ne, kein Bock mehr zu fahren zu gucken. So, was machen die da? Nathan, ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Oh, Jody, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mach das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Klar, ich werde es holen. So, im anderen Zimmer. Oh, da ist aber dunkel. So, aber wir können... Also, wo ist jetzt dieses Buch? Na, sind ein paar Bücher. Schluss damit, Aiden. Das ist nicht witzig. Ich wollte schon sagen, weil das ist irgendwie, dass das Licht jetzt irgendwann nicht irgendwann ausgeht oder so, oder dass der Aiden da rummacht. Also hier haben wir es wohl nicht. Es sehen eher aus wie ein paar Dokumente. Aha. Aiden? Warst du das, Aiden? Ich denke mal schon, oder? So, jetzt nur wieder kurz raus. Wie, der macht jetzt die Türe zu und das Licht aus. Ja, oder sowas. War das zweite eigentlich nicht gerade meine Mutter? Bin mir nicht sicher. Die jüngere habe ich jetzt nicht so ganz erkannt. War irgendwie so schnell wieder weg. Du hast es gefunden. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Jody? Jody, alles klar? Siehst blass aus. Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Ja, 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 Moment. Nathan! Nathan Dawkins. Nathan, was hast du? Meine Frau. Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite. Sie sind tot. Jody, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jody. Jamal Shaikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Was heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Du musst Jamal finden und eliminieren. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung.
Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jodie. Ich will nicht, dass dir was passiert. Oh, wie süß. War ich das State von damals? War das jetzt vor oder danach? Ich küsse mal. Ich muss die Frage bei so Zeitsprüngen. Wir haben noch Zeit, bevor es losgeht, oder? Viel Glück, Jodie! Jo, dankeschön. Werde ich aber nicht gebrauchen. So, na dann mal los. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. So, wir sollen das Item mal ein bisschen uns umschauen. No, no, no. Oh, haha, da drüben. So, hier haben wir zwei. Den einen, den können wir, glaube ich, töten. So, das Feuer sieht auch irgendwie geil aus. Den Funken. So, wir müssen ein bisschen näher hin. Dass wir mit dem Eiden auch mehr machen können. So, warte, wir gehen mal hier hin. Okay, und dann mal los. So, hier haben wir wieder den blauen. Können wir ablenken. Ja, eine hin. Ist ja vielleicht nach oben gegangen. So, lauft hier rum. Der sieht uns hier nicht. Also lauft da, glaubt nicht hier um die Mauer rum. Wenn der eine hier drüben so allein ist, na, komme ich wieder nicht ran. Gibt's ja nicht. Den einen irgendwie abballern oder überwältigen oder so. Der ist zu weit weg. Nee, geht leider nicht. Oder wir können einfach durchschleichen. Oh, der eine im Haus ist halt gerade ein bisschen blöd. Ich schau mir nochmal, vielleicht hat er sich bewegt. Ah, sehr schön. Oh, das war die falsche Taste. Nochmal neu. So, jetzt aber. Ach, hier können wir so uns umdrehen, ist auch geil. Hab ich auch noch nicht gewusst. Oh, der hat doch ganz schön Krach gemacht. Aber der eine hat das nicht bemerkt. So, Alter, wo laufen der hin? Aber jetzt können wir den so holen. Okay, ich habe gar nicht zu den Tonnen hin. Aber egal. So, einmal hier weg. So, eine Waffe aufnehmen oder so können wir leider nicht. Ich denke, wir müssen wohl auch hier rein. Na komm, und so dick ist es jetzt aber auch nicht. So, schauen wir uns hier nochmal kurz um.
wie es hier ausschaut. Okay, gar nicht mal so schlecht bis hierhin. Hier glaube auch niemand. Oh. Na verdammt. Hallo? Ich habe ganz schön schnell runtergeflogen. Okay, das macht die Sache jetzt vielleicht schwieriger. Obwohl, oh, wir sind ja in der Sackgasse. Dann müssen wir uns hier rausbefreien. Na, hier zu viel Krach. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. So, was soll mir einfallen? Kurz umschauen, ein bisschen nach oben gehen. Ah, es war zu weit. Da drüben haben wir so ein Bonus-Ding, aber da komme ich jetzt noch nicht hin. Oder vorne sind zwei. So, hier haben wir aber niemand. Noch ein Stück weiter. Ach, da sind auch zwei. Kommen wir bis zu dem hin oder nicht? Nein, nee. Bitte, du musst mir jetzt helfen. Da kann ich nicht irgendwie ein bisschen raus. Na, zurück komme ich irgendwie nicht. Bitte, du musst mir jetzt helfen. Das heißt, ich muss was machen, was in der Umgebung ist. Aber ich sehe eigentlich gerade gar nichts. Vor allem, ich sehe auch gar nicht, wo hier. Ach, da ist der Strahl, okay. Heiden, bitte, du musst mir jetzt helfen. Ich komm wirklich hier nicht raus. Ah, einfach nur dahin. Schon gedacht, ich muss irgendwie irgendwas auslösen oder so. So, die sind wohl nur weitergefahren. Hier ist jemand. Ich da hinsprinten auch nicht. Ich sollte noch ein bisschen näher hinkommen. So, ich bleibe mal kurz hier. Ganz geschwind. So. Na, ich will mich nicht selber schießen, ich will den einen Typ zuerst mal. Uiuiui. Ah, das ist ja auch geil. Okay, hat die automatisch gemacht. So, Alter, an dem komme ich gar nicht vorbei. Wir schauen noch mal kurz. Wir müssen jetzt mal ein bisschen nach rechts. Da steht einer. Und sonst schon, glaube ich, keiner. So, nicht so laut. Einmal hingerutscht. Jo, schnell, leise und effektiv. Oh, da drüben ist jemand. Bleiben wir mal kurz hier. Und schauen wir mal kurz. Oh, die sind alle blau, bei denen können wir gar nichts machen. Aber die sitzen hier, wir müssen. Ja, kommen auch so an denen vorbei. Oh. Was ist das? Verräter oder so? Komm mal in den Strick. Ich könnte bis dahinter sprinten, aber ich weiß nicht, ob. Ne, lass mal lieber. Geh mal hier lieber an die Seite und geh da langsam rum. Hey!
So, haben wir hier einen? So, und einmal mich selber. So, hier noch einen Zivilisten gerettet. Was Gutes getan. So, hinter mir, da sehe ich jetzt nicht so viel. Hier ist nix. Wir mal hier nach vorne. Auch noch nix. So, wo geht's da rein? So, immer schön von Deckung zu Deckung. Wir haben ja auch keine Waffen. Außer halt Aiden. Das Senaki Hotel. Ja, gut, dass sie rausgegangen sind. So, und jetzt einfach hier reinspaziert, oder wie? Okay, dann mal nach oben. Oh, da. Huiuiui. Da ist ja einer. Oh, dann können wir sogar hier um die Ecke bringen. So, sonst noch jemand? Bis jetzt nicht. Schauen wir mal ein Stockwerk höher. Oh, da hinten haben wir so Gedankendinger. Da haben wir gleich... Oh, mehrere sogar.